Was? Moment, nochmal. You were cordially invited to Governor Marley's Mardi Gras Blowout. Don't forget to bring this invitation when you pick up your complimentary costume. Please present invitation at door and wear your costume. Cool. Also wir kommen jetzt auf die Party. Wir kommen auf die Party, weil wir haben ein Kostüm und die Einladung. Geil. Das gefällt mir, das ist super. Okay, wir spielen natürlich nochmal, weil wir müssen alle drei Preise absahen. What do you want, kid? Also. What's the next winning number gonna be? First, give me the password. If this is 4, what's this? Er hat eine 1 angezeigt. 1? Right. The winning number will be 7 black. 7 schwarz kriege ich auch noch hin. Heute ist ein ziemlich schwarzer Tag, wenn ihr mich fragt. Sehr, sehr schwarzer Tag. Ah, traurigerweise. Okay. Bless your bets, please. So, also. I'd like to place another bet. Here's 1 piece of 8. Okay, kid. Which number you want? Die 7 schwarz, wo ist sie denn da? I'd like 7 black. Okay, here we go. Es dreht sich wieder mal das Rad des Schicksals. Und ob der sympathische Herr hinter der verschlossenen Tür recht hat, erfahren Sie gleich, wenn das Rad stehen bleibt. Und die Animation ist wirklich ein bisschen lang gerade hier. Aber egal, jetzt. 7 black. You're a winner, kid. Which of our fabulous prizes do you want? Take your pick. You can have 60 pieces of 8 or you can have a 3-day vacation on fabulous Hook Island. Well, which will it be? Ich nehme das Geld. You got anything else? Nope, but these prizes are fabulous. Ich dachte, ich frag noch mal. Give me the money. He picks the money. Well, I'm out of money for today. You're lucky that you won the last of it. Congratulations. Thanks. Gut, und alle Dinge sind, alle guten Dinge sind 3. Er hat ja noch den schönen Kurztrip, Urlaub, was auch immer. Deswegen machen wir nochmal eine Spielrunde. Los geht's. What do you want, kid? Natürlich. What's the next winning number gonna be? First, give me the password. If this is 1, what's this? Natürlich eine 3. 3? Right. The winning number will be 18 black. Ich sag's nochmal, es ist ein ziemlich schwarzer Tag. Alles schwarz. 18 schwarz. Ach, Mann. Traurig. Nirgendwo mal was Rotes. Nur was Schwarzes. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Also. I'd like to place another bet. Here's 1 piece of 8. Okay, kid. Which number you want? Natürlich, hier. I'd like 18 black. Okay, here we go. Und wir gewinnen den letzten wunderbaren Preis. Da haben wir nicht mehr so viel Auswahl, glaube ich. Mal gucken, ob es stimmt, aber ich glaube, wir haben jetzt 0 Auswahl und müssen uns mit dem Kurzurlaub-Trip You're a winner, kid. Zufrieden geben. Your choice is easy this time. You can have a 3-day vacation on fabulous Hook Island. Danke. Congratulations. Thanks. Well, that's it for me. We're out of money and prizes. We'll be closing soon. Thanks to everybody for playing. Can't we play again? I want to win some more. Well, no. Oh, come on. Hey, what's that behind you? What? Where? Hey! Hochmoderne Technik. Geil. Nice. Gut, dann spiele ich alleine hier, ne? It won't move. Must be locked in place when the casino is closed. Mist. Es ist abgeschlossen, dann nehme ich es mit. It won't move. Schade. Okay, wir haben's. Wir haben, was wir gewinnen konnten. Ich weiß nicht mehr, wofür wir den am Wochenendausflug brauchen. 3 days and 2 nights at fabulous Hook Island. Okay, können wir in der Gasse noch was machen? Ich gehe nochmal in die Gasse und klopfe da. Und ich glaube, ich muss nochmal in die Bibliothek. What do you want, kid? What's the next winning number gonna be? Sorry, pal.
The casino is closed. Come back tomorrow. Na gut, wir kommen morgen wieder. Blöd nur, dass die Zeit nicht verfliegt in dem Spiel. Eine Sache würde ich ganz gerne nochmal... Ich weiß, es ist todlangweilig und öde, wenn ich hier immer an dem Karteikasten stehe. Aber ganz schnell mal. Ich lese nicht vor, ich will nur was nachgucken. Das kann es nicht gewesen sein. Wo ist denn hier die G-Geschichte? Humor, Humor. Ich suche gerade Getränke. Halt, Grog, was war das? Ich war Blackbears Leber. Schreckliche Geschichte eines bekannten Geo... Nee, das ist es nicht. Geisterpirat Lichak, warum ich ihn vernichtete. Eines von Threepsos so schlechtesten Werken. Wo ich Lichak vernichtete, ist auch nicht schlecht. Als ich Lichak vernichtete, ist das geil. Okay, Genetik. Anforschung. Hail Barrowed über Monkey Island 2. Eine kritische Kritik. In Monkey Island 2 kriege ich jetzt schon eine kritische Kritik. Bin mir nicht sicher, ob das ein gutes Zeichen ist. Okay. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht genau, was ich gesucht habe. Ich glaube, man brauchte irgendwo ein Buch mit Getränken. Aber ich weiß nicht mehr, wo es das gab, was es da gab. Huch. Weil wir haben doch noch den Spuckwettbewerb, wenn ihr euch dran erinnert. Aber es kann auch sein, dass ich gerade einfach falsch denke. Okay, hier sind auch wirklich die S-Teile drin. Apropos, ich kann ja mal ganz kurz... Lasst mal ganz kurz gucken. T. Andavia. Umbrella. Ja, ja, das sind die Überschriften oben, ne? Tribe. Wir haben ja die englische Fassung praktisch drin. C. Weil hier ist es jetzt nämlich wirklich geordnet. Docs. Nein, aber es ist ein bisschen friemelig, das zu erwischen mit dem Game-Controller. Die Seas. Gut. Oh, die Grafik von damals. Nostalgie. Entschuldigt, es ist Nostalgie. Na gut, mir wird schon noch einfallen, wie das geht. Früher oder später. Dragonigena LP. Ich hoffe, ich habe es halbwegs richtig ausgesprochen. Hallo, Hallöchen und willkommen im Stream. Mach's dir gemütlich. So, in der Gasse waren wir schon. Okay, okay, okay. Also, wir haben gespielt, wir waren in der Bücherei, wir haben zu lange in der Bücherei rumgehangen. Jetzt gehen wir in den, zum Pier. Da ist ja ein Angler. Ich sagte ja, der Angler, mehr oder weniger, so ein bisschen hier so ein verträumter kleiner Angler, der saß ja auch bei Fluch der Karibik rum. Und ich wette mit euch, das ist so eine kleine Anspielung. Okay, hier haben wir einen Fischer. Looks only slightly better than he smells. Genau, hallo Sam. Ich weiß nicht, ob der Sam heißt, ne? Sam Fischer. Ohne Nachtsichtgerät. Sitzt hier rum. Caught anything yet? Are you kidding? I reached my limit hours ago. Schön. Und deswegen sagen wir einfach... I'm a game warden. I'll have to confiscate your pole. You're a game warden, huh? Let's see a badge or something. Kein dreiäugiger, nur ein dreiköpfiger Fisch. Angelehnt an, Simpsons, ne? Quatsch, jetzt komme ich schon durcheinander. Also der dreiäugige Fisch ist bei den Simpsons und der dreiköpfige Affe war bei Monkey Island 1. So, jetzt haben wir es. Nochmal geordnet. Als Idee. Also, ich muss aber trotzdem mal gucken. Ich muss die Marke in meiner anderen Hose haben. Ich muss dir deine
keine blöde Marke zeigen. Eigentlich bin ich Guybrush Threepwood, mächtiger Angler im Übrigen. Oder sie hinter dir. Look behind you, a three-headed fish. Ah, well, I think you're just trying to get your hands on my fishing pole. Do you fish? Okay, Draco, ich nenne dich ab heute Draco. Oder Drakon, je nachdem. Auf jeden Fall herzlich willkommen im Stream. Mach's dir gemütlich und ja. Bei Fragen, frag einfach. So, wieso sollte ich sonst die Angel stehlen? Ich bin der beste Angler der Gegend. Nein, ich habe noch nie in meinem Leben geangelt. Warum willst du denn das wissen? No, actually, I've never been fishing in my life. Well, I was just thinking about a small wager. Are you a betting man? Eigentlich bin ich kein Spieler. Ich werde nur gespielt. Er ist ja eine Computerspielfigur. Warum guckt Guybrush eigentlich gerade nach oben, wenn der doch da unten sitzt? Also, in dieser Grafik verstehe ich es ja noch, weil Animationen früher teuer waren, nicht so viel Platz auf der Diskette vorhanden war. Oder sucht's euch aus. Also, da habe ich es ja noch verstanden. Aber hier, da hätten sie doch mal, naja. What sort of wager were you thinking of? If you can catch a bigger fish than I can, I'll give you my prize-winning fishing pole. Okay, das Ding mit dem, der Fisch war so groß. Irgendwann ist der Fisch mal so groß, dass er gar nicht mehr hier in die Kamera passt sozusagen. Ne? Also dieses Anzeigen ist immer so geil. Ja. Bei Erzählungen wird der Fisch entweder größer oder kleiner, je nachdem, wie man die Arme hält. Klingt fair, wo ist der Haken? Verabschiede dich schon mal von der Angel. Aber ich habe noch nicht meinen Haken. Auch nicht als Handersatz. But I don't even have a hook. Improvise. I'm sure you'll think of something. If I catch a bigger fish than you, you have to eat it. Raw. Tja, wir sind Gollum. Roh, roh. Gewürfelt mit etwas Reis und Sojasauce? Oder... Woher kommt jetzt die Pfeife, die zweite? Das ist die Frage, die wir hier haben. Where'd you get that other pipe? What? Like I say, you'd have to eat a raw fish. Plain cold and with the head still on it. What do you say? Früher war es ja noch nicht vertont. Ist schön, da stand, der Programmierer hat es vergessen. Na gut, die Wette gehe ich ein. Mir dreht sich der Magen um, mir fällt nichts ein, was ich weniger gern tun würde. Oder, da muss ich nochmal drüber nachdenken. Alright, it's a bet. Great. I am really looking forward to making you eat my catch. What with all the sewage from Governor Fat's mansion, the fish are usually pretty gross. I never eat mine. Just sell them to restaurants. Best get fishing, buddy. Bin dabei. So. Draco, nicht nur deine Kindheit wurde von Monkey Island geprägt, auch meine. Ich glaube, Monkey Island 1 war das... Muss jetzt mal überlegen. Das vierte wirklich große Spiel, was ich damals gespielt habe. Ja, das müsste Nummer 4 gewesen sein. Es gab früher noch andere Spiele, die ich gespielt habe. Also weiß ich, irgendwelche C64-Spiele à la Masters of the Universe, Bubble Bobble, Ghostbusters gab's. Aber im Prinzip diese Story-Spiele, die kamen ja erst richtig auf. Loom habe ich damals nicht gespielt, den gab es ja vor Monkey Island 1. Ich habe aber gespielt Star Trek 25. Jubiläum hieß das Spiel. Das Point-and-Click-Adventure auch. Dann hatte ich, was habe ich davor noch gespielt? Das Star Trek-Spiel gab es. Maniac Mansion, Zack McCracken und dann war Monkey Island dran. Also deswegen, hat meine Kindheit auch geprägt und ich bin auch schon auf das nächste gespannt, auch wenn ich sagen muss, wenn ich dieses Remastered hier sehe oder auch die Originalgrafik, gut, das hier ist jetzt kein gutes Bild für die Originalgrafik, gebe ich zu, aber sozusagen, ich bin auf den Grafikstil vom Neuen schon gespannt. Er sieht in sich stimmig aus, aber ein bisschen hätte ich doch die Art gemocht, die sie bei den Remastered gehabt haben. Ich glaube, das wäre ein stimmigeres Bild gewesen. Aber gut, über Grafik lässt sich streiten. Hauptsache, die Rätsel sind gut, die Story ist gut und der Charme ist erhalten geblieben. Ja, und ich bin auch schon gespannt, und das habe ich jetzt schon hier auch schon 3 oder 4 Mal erzählt. Ich bin sehr gespannt,
ob sie wirklich die nachfolgenden Spiele von Monkey Island 1 und 2, also 3, 4 und 5, ob sie die komplett über den Haufen werfen, also als komplett nichtig erklären, dass die niemals passiert sind, oder ob sie sagen, also ob sie darauf nicht eingehen, dass die hätten passiert werden können, also dass die trotzdem irgendwie noch dazugehören, weil wir wissen, Mary taucht ja im neuen Spiel auf. Der ist ja ein Charakter aus Teil 3 eigentlich, ja. Der Fluch von Monkey Island. Da kam Mary eigentlich raus, der sprechende Totenschädel. Aber das Problem ist halt, er kommt jetzt auch bei Return to Monkey Island vor und da bin ich schon gespannt, wie gesagt, wie sie ihn einführen oder ob der einfach da ist im Sinne von, wir kennen uns doch. Und dann werden wir auch sehen, ob die anderen Teile noch Kanon sind oder nicht. Und ich bin auch gespannt, wie sie bestimmte Sachen auflösen, wie zum Beispiel das Ende von Monkey Island 2. Ja, das Ende von Monkey Island 2 ist aus meiner Sicht nie komplett aufgelöst worden. Aber ich glaube, ich weiß, warum dieses Ende so gemacht worden ist, wie es gemacht worden ist, weil es hat ganz starke Anleihen an Star Wars Episode 5. Ne? Also ganz am Ende gibt es eine Szene, die fatal an Star Wars erinnert, von dem, was da gesagt wird, finde ich. Und das ist auch hier mit dem Bürgermeister dieser Insel von Fat Island hier, Governor Fat, der liegt ja rum, der ist so ein bisschen wie Jabba the Hutt. Ja, also irgendwie so eine halbe inspirierte Figur aus meiner Sicht. Okay, ob das stimmt, weiß ich aber nicht. Ja, ich weiß nicht, ob da wirklich die Inspiration herkam. Aber ich freue mich auch schon aufs Neue. So, Stan ist ja wieder da. Huch! Excuse me. Aren't you Guybrush Threepwood? No, my name is Kate Capsize. You must have me confused with someone else. Kate, eh? That's an unusual name. Perhaps you have some identification. My ID is on my ship. Wait here while I go and get it. Nice try, Guybrush. I don't know how you got out of the jail, but I'm taking you back in. Sie sieht jetzt also wirklich nicht aus wie Guybrush. Ich meine, er hat ihn ja schon verhaftet gehabt und ja. Ach komm, kleine Probleme. Ach ja, hier gab es ja einen Strand, ein Häuschen und einen Wasserfall. Ich gebe zu, auf den Part hier mit Fat Island, ich kann mich nicht mehr so richtig dran erinnern, was wir alles tun mussten. Wasserfall, malerisch. Very picturesque. Auch hier, das Wasser sieht cool aus. So, der Grafikstil ist gewöhnungsbedürftig, ja, aber solange das Game Spaß macht, also das nächste, Return to Monkey Island, ist mir die Grafik auch egal. Und ich hoffe inständig, es schließt das Großrätsel von Teil 2, aber das wird er. Monkey Island ist Gilberts Baby und er hat's wieder, nachdem er durch Disney, weil er die Rechte dort hatte, solche Probleme hatte. Ja. Disney, das hatte ja Ron Gilbert in einem Interview mal irgendwann gesagt. Er hatte bei Disney angefragt, ob er Monkey Island machen kann. Und die hatten spontan geantwortet, also jetzt übersetzt, so sinngemäß, wir wissen gar nicht, ob wir die Rechte haben, aber wenn wir die Rechte haben, dann nein. So grob gesagt, ja. Aber anscheinend scheinen sie die Rechte ja mittlerweile gefunden zu haben, denn in Sea of Thieves gibt es ja auch das große Disney-Crossover mit Fluch der Karibik, ne? Diesen möchte gern aufkommenden irgendwas Piraten Jack Sparrow da. Das ist nicht der echte Superpirat. Der da hier, Guybrush Threepwood, der ist der bessere Pirat von beiden. Auf jeden Fall gibt es ja da dieses Crossover und in einem der Kapitel mit Jack Sparrow da in Sea of Thieves gibt es ein Secret. Wenn du da falsch abbiegst, kommt plötzlich die Monkey Island-Theme. Und es gibt ein paar Bücher, die du findest. Ich glaube, die Kate, die gerade verhaftet war, ich glaube, die hat die geschrieben. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob das der Charakter war. So, wir gucken uns das hier mal weiter an. Aber ich bin, wie gesagt, sehr, sehr gespannt auf das, was hier noch so kommt. So. Huch. Ach ja. Eine Pumpe. Okay, das ist das allererste Mal im Spiel, dass etwas Neumodisches auftaucht.
was gar nicht in die Optik und die Spielwelt passt. Ist aber für das Ende relevant, wenn man es jetzt genau nimmt. Das ist das erste Mal, dass sowas auftaucht. Wie sind solche Pfosten ganz im Ernst? Wenn Disney da ein Spiel gemacht hätte, wäre es in die Hose gegangen. Ich bin schon kein Fan von deren Star Wars Filmen, um ehrlich zu sein. Willkommen im Club. Ich habe hier im Stream, kurz von Monkey Island mal weg, ganz kurz zum Star Wars. Ich habe Lego Star Wars gespielt, die Skywalker Saga. Die fasst ja alle Filme zusammen, also Episode 1 bis 9, alle Filme sind da drin. Und 1 bis 6, super, großartig. Und ab 7, 8 und 9 ging, glaube ich, meine Kritik los. Über die Filme, nicht über das Spiel. Die Spiele sind gut. Das Spiel ist gut. Lego Star Wars, die Skywalker Saga macht seinen Job verdammt gut. Und das macht auch wahnsinnig viel Spaß zu spielen. Aber die Kritik an den Filmen. Ja, also ich war beeindruckt, dass noch Leute zugesehen haben. Glaube ich. Also 7, 8 und 9. Ja, gut, ich werde jetzt mal hier nicht ausholen, sonst sitze ich wieder und, ja. I can't reach it. Ich danke dir für den Follow. Herzlichen Dank. Aber trotzdem, also Star Wars ist... Warum nur? Schild. It says, trespassers not delivering foodstuffs will be persecuted. Oh, gut, wir können mit allem eintreten, aber wir müssen Essen mitbringen. Und das Traurige... Wir haben was! Wenn wir verhaftet werden. Wir haben eine Banane. Ja, aber ansonsten sage ich mal, Disney als Disney hat halt das Problem, aus meiner Sicht, sie sind zu groß geworden. Es ist wirklich nur noch eine finanzielle Sache, dass die halt versuchen, so viel Kapital wie möglich rauszuschlagen. Okay, Episode 1 bis 3 fandst du anstrengend. Ging mir ehrlich gesagt nicht so. Ich fand Episode 1 bis 3, sag jetzt mal, eigentlich noch besser als die Originaltrilogie. Obwohl sie fast ganz, ganz dicht aneinander sind. Also wenn du sozusagen Prozente vergeben wollen würdest, würde ich sagen, wenn 100% das Maximum ist, ist es sozusagen nur um, oder beziehungsweise um 1% Unterschied. Machen wir es mal so. Um 1% Unterschied fand ich die neuere Reihe besser als die Originaltrilogie, ist allerdings mit den Jahren gereift. Das muss man auch sagen. Und die ganzen Reihen, also sowohl die alte Trilogie als auch die neuere Trilogie, wurden besser, nachdem Disneys Filme rausgekommen sind. Ja, also Episode 1 bis 3 und 4 bis 6 wurden ein Stückchen besser, als 7 bis 9 da waren. Das muss man so sagen. Und auch noch da nochmal ein Satz zu Star Wars für alle, die das eben noch nicht wussten. Ich bin ein Teil Star Wars Fan, wirklich Fan. Es liegt daran, ich habe sehr lange Zeit das MMORPG Star Wars Galaxies gespielt. Das war mein Einstieg in die MMORPG-Ecke. Das war ein Sandkastenspiel praktisch, wo du eine Figur, einen Bürger im Star Wars Universum spielen konntest und konntest machen, was du wolltest. Du hattest keine Story in dem Ding. Du warst einfach da. Und daraufhin habe ich dann das Universum doch kennengelernt, weil viele Leute RP betrieben haben. Die haben da richtig Rollenspiel betrieben. Und das machte echt Spaß. Das war ein geiles Spiel. Es gibt's nur noch als Emulator heutzutage, weil Sony hat's kaputt gepatcht. Die wollten World of Warcraft nachmachen und haben das dann umgearbeitet und, naja, schade eigentlich. Okay, liegt vielleicht bei dir auch an den Schauspielern, dass du die neueren Filme nicht gemocht hast. Also, ich sag's mal so, natürlich an die alte Riege, ne? Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher, da kommt kaum einer ran. Auch an Darth Vader, die Präsenz von Darth Vader in den Originalfilmen 4, 5 und 6 ist ungeschlagen. Ungeschlagen. Wirklich ungeschlagen. Und, sag mal, jetzt kriegen wir auch die Kurve wieder zu Monkey Island kurz zurück. Im Prinzip ist ja Lee Chuck, zumindest hier in Teil 2, sowas wie ein Darth Vader.
Du kommst an ihm nicht vorbei. Du weißt, er ist gefährlich, richtig gefährlich. Und du willst ihn nur meiden. Ja, er ist praktisch eine Wand, gegen die du läufst, aber gegen die du laufen musst. So in der Richtung. Und es, wie gesagt, Darth Vader ist... Ist einfach cool gemacht und leider wird er auch da heutzutage, da Disney stellt ihn, glaube ich, falsch dar, aus meiner Sicht. Auch da muss ich sagen, er wird mir, besonders in der Obi-Wan-Serie, wenn ihr die gesehen habt, da wurde Darth Vader mir viel zu aggressiv dargestellt. Ja, also viel, viel zu aggressiv. Da war der ja, ich sag jetzt mal, dauerwütend. Das passte irgendwie gar nicht. Okay. So, wir machen jetzt mal hier ein Tor auf.